Hallo ihr Lieben, für heute habe ich für euch vorbereitet ein Beispiel, wie man elastisch Maschen anschlagen kann. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Methoden, wie man Maschenanschlag macht. Diese ganz einfache, was wir kennen, was ich normalerweise und jede von uns normalerweise ja, benutzt oder macht, das ist dieses ganz normale, ich zeige dir das ganz kurz, wo wir diese, ich mache das zum Beispiel so, dass ich anfange immer mit zwei Maschen. Das kennt jeder von uns, das ist dieser ganz normale Maschenanschlag, was wir tagtäglich benutzen. Das kennt jeder. Ich möchte euch heute zeigen etwas anderes. Das heißt, ich würde die Maschen anschlagen und danach würden wir, das habe ich auch glaube ich schon in einem meinem Video gezeigt, dann würde das so eine Leiste sein nachher, wie du hier siehst, dass es hier doppelt. Und das ist hier schon mit Bündchen. Danach habe ich hier als Beispiel glatte Maschen gestrickt. Auf der Seite rechte und auf der Seite linke. Und wie du siehst, das rollt sich hier nicht durch diesen Maschenanschlag und durch das, dass wir dieses Bündchen schon anders gestrickt haben als ganz normale Bündchen. Ich habe hier zum Beispiel ganz normales Bündchen, eine rechte, eine linke, obwohl hier haben wir auch diesen Maschenanschlag, was ich euch heute zeige. Als ganz normale Maschenanschlag, was wir tagtäglich, sage ich, benutzen oder stricken, das ist das, was du hier siehst. Jetzt kannst du zu Vergleich, das ist im Weiß und das ist auch, das ist hellrosa Puder, heißt die Farbe hier, wo ich diese elastische Maschenanschlag gemacht habe. Jetzt kannst du vergleichen, da hast du Vergleich, das sind zwei verschiedene Maschenanschläge. Und das möchte ich euch heute zeigen. Wenn du zum Beispiel Pullover fängst an, dann kannst du gleich mit diesem Muster, mit diesem Anschlag anfangen. Dann hast du hier schon die Leiste sozusagen. Wenn du das noch höher machst, sieht das ganz toll aus. Diese Maschenanschläge, das ist das Einfachste, was wir immer machen, was wir immer stricken. Das kennt jeder von uns, der stricken kann, und für mich war das schon ein bisschen langweilig und deswegen habe ich mein nächstes Projekt, möchte ich mit diesem Anschlag machen. Das habe ich auch gefunden in meinem alten Buch und das würde ich euch gleich zeigen. Bevor wir das anfangen, möchte ich euch noch kurz sagen, ich habe hier diesen Maschenanschlag gemacht, auch hier in diesem Braun, das ist egal, mit etwas kleiner, ein Nummer kleiner Stricknadel, als die, die du nachher für dein normales Muster oder für dein ganzes Projekt, was du mit diesem Bündchen stricken willst. Ich würde das jetzt mit Stricknadel in der Stärke 3 anfangen. Und dann zeige ich dir nur kurz, wie wir auf die andere Stricknadel umsteigen sozusagen. Jetzt brauchst du dazu deine Hauptfarbe, die Farbe, die du für dein ganzes Projekt benutzt. Na hier. Als Beispiel bei mir ist diese Korallfarbe. Und dann brauchst du auch noch einen anderen Faden, den du nachher einfach rausziehst. Das ist nur dieses Stückchen, was du jetzt für den Anschlag brauchst. Wir würden noch sehr wichtige Sache. Ich, angenommen, ich brauche 40 Maschen für mein Projekt. Das ist mein Beispiel jetzt. Wenn du 80 brauchst, dann
40 Maschen plus 2 Randmaschen. Dann würde ich hier jetzt Anschlag machen mit 22 Maschen. 20 Maschen plus 2 Randmaschen. Und in der ersten Reihe verdoppeln wir das. Wie das geht, wie ich das mache, zeige ich dir jetzt sofort. Diese Hauptfarbe, was du für, oder die Hauptwolle, was du für dein Projekt benutzt, haben wir oben. Jetzt machst du hier ganz kurz, und das ist auch dieser Vorteil, dass wir nicht diese lange Ende hier haben, falls du das nicht so anschlägst, wie ich das mache normalerweise. Das müssen wir hier festhalten. Ich mache das am meisten immer so, dass ich das so festhalte. Jetzt haben wir diese Hauptfarbe, in meinem Fall ist das diese Korallfarbe, und unsere Stricknadel. Die Stricknadel legst du einfach so wie, ja, wie ein Messer zum Schneiden zum Beispiel. Einfach hier festhalten. Die zwei Faden, unsere Hauptfarbe ist oben. Die zwei Faden, wie zum Maschenanschlagen, guck mal, das liegt hier auf meiner Hand. Vielleicht mache ich das ein bisschen weiter am Anfang, dann kannst du das ein bisschen besser sehen. So, das liegen wir ganz einfach auf der linken Hand. So, und jetzt unsere Stricknadel schieben wir hier unter den Daumen, holen unsere korallfarbene Wolle und ziehen dazwischen durch. Noch einmal. Unten den Daumen hier hole ich die korallfarbene Wolle und ziehe die hier und lass den Faden aus dem oder die Schlinge aus dem Daumen los. Dadurch habe ich erste Masche gemacht. Das ist meine erste Masche. Und jetzt die nächsten Maschen machst du ganz normal weiter wie üblich. So, das ist jetzt die dritte, die vierte. Jetzt kannst du das loslassen und ganz normal kannst du weiter stricken. Die fünfte, sechste, siebte und so weiter. Ich mache jetzt 22 Maschen insgesamt. Ich würde jetzt 22 Maschen anschlagen und weil ich brauche für mein Projekt als Beispiel, brauche ich 40 Maschen plus 2 Randmaschen. Wir haben jetzt hier 20 Maschen plus 2 Randmaschen, 22 Maschen. Jetzt brauche ich diese blaue Farbe hier, diese blaue Wolle nicht mehr. Und die würde ich hier kurz abschneiden. Und jetzt arbeite ich nur mit dieser korallenfarbene Wolle. In der ersten Reihe, was wir jetzt nach dem Maschenanschlag stricken, stricken wir die ganze Reihe nur linke Maschen und Umschläge. Und zwar, die erste Masche ist die Randmasche. Die stricke ich nicht, die hebe ich auf. Dann die zweite Masche stricke ich nach links. Guck gerade, ich glaube, ich kann die hier nehmen, dann würdest du das besser sehen, glaube ich, wenn ich helle Stricknadel nehme.
denke ich, dass das besser wird. Mal gucken. Nach dem Umschlag eine Masche links, nach der Randmasche, Entschuldigung, eine linke Masche, ein Umschlag. Und wieder eine Masche links. Wir verdoppeln jetzt die Maschen. Ein Umschlag. Eine links. Ein Umschlag. Links. Ein Umschlag. Links. Umschlag und links. Umschlag und so weiter. Das machst du, bis du hier am Ende bist. Dann die vorletzte Masche, das wäre dein Umschlag. Und dann die letzte Masche haben wir, unsere Randmasche, die stricke ich nach links. Wir müssen jetzt insgesamt 42 Maschen muss ich haben. Ich habe jetzt die linke Masche gestrickt, dann kommt ein Umschlag, wieder eine linke Masche. Und die vorletzte Masche mache ich einen Umschlag und dann die Randmasche. Und jetzt kannst du zählen, das hat sich alles verdoppelt. Du musst jetzt doppeln die Maschen haben. In meinem Fall sind das 42. Jetzt die Arbeit wenden. Und jetzt fangen wir schon an mit dem Weichen. Ich sage immer, weil das so weich ist, weil das doppelt ist. Ich habe euch das in einem Video gezeigt, wie man das macht, diese doppelte Strecken. Aber hier habe ich das mit dem Anschlag verbunden. Deswegen ist das viel interessanter jetzt. Und jetzt kannst du mal sehen, jetzt würden wir die erste Reihe nach der Reihe, wo wir die Maschen verdoppelt haben, stricken wir jetzt die erste Reihe als Bündchenmuster. Die erste Masche heben, dann haben wir die zweite Masche, Faden nach vorne, das ist die linke Masche hier, das war unser Umschlag und den Faden legen wir vorne und die Masche nur abheben, nicht stricken, nur heben. Dann kommt eine rechte Masche. Ich hoffe, das ist so. Dann kommt eine rechte Masche. Dann haben wir wieder hier diesen Umschlag und das heben wir auf, Faden nach vorne. Wieder eine Masche rechts. Hier war unser Umschlag. Faden nach vorne und die Masche nur heben oder schieben auf die rechte Stricknadel, ohne zu stricken. Eine rechte Masche, wieder Faden nach vorne. Ich nehme das ein bisschen zur Seite, dass du das besser sehen kannst. Schau mal, hier war unser Umschlag. Faden haben wir vorne und jetzt nur schieben, loslassen, ohne zu stricken. Und wieder eine rechts und wieder Faden nach vorne, eine heben. Eine rechts, eine heben. Immer Faden nach vorne. Eine rechts, eine heben. Und so weiter, so machst du das, bis du ganz, ganz hinten bist. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Runde oder Reihe. Die erste ist die Randmasche und dann haben wir als erste hier erscheint eine linke Masche. Da legen wir den Faden wieder nach vorne und heben nur die Masche. Faden vorne. Denk bitte dran. Jetzt kommt eine Masche rechts. Faden nach vorne, Masche heben. Faden nach hinten. Eine rechte Masche. Und wieder Faden nach vorne, Masche heben. Als nächste ist wieder rechte Masche, Faden nach vorne, Masche heben. Rechte Masche und wieder. Und das Ganze wiederholst du jetzt wieder, bis du ganz am Ende bist.
Dann haben wir die letzte Masche, ist die Randmasche. Die stricken wir nach links. Denkt bitte dran, dass wir die erste heben, die Randmasche, Moment, ich muss gucken, ja, das war gehobene. Die erste Masche heben als Randmasche und die letzte nach links stricken. Falls du eine andere Methode besser erkennst, die dir besser gefällt, dann kannst du das machen, so wie du das gewohnt bist. Ich stricke das so, weil dann weiß ich, ich habe ganz schöne glatte Ränder. Ich kann nicht reden, weil sonst mache ich Fehler. Moment, das war die gehobene. Ja, jetzt kommt wieder eine rechte. Dann wieder die heben. Faden denkt nach vorne. Wieder Faden nach vorne. Aber erstmal muss ich die sammeln hier. So. Faden nach vorne und die hier heben. Faden nach hinten. Die nächste rechts stricken und wieder. Und das Ganze wiederholst du immer wieder, immer wieder. Du siehst, das ist ganz einfach, ganz einfaches Bündchen. So, nach vorne, rechts stricken, heben, rechts stricken. Und die letzte Masche ist bei mir die Randmasche, die stricke ich nach links. Und jetzt wieder wenden, die nächste Reihe. Schau mal, da kann man ganz gut sehen, hier erscheint eine linke Masche. Faden nach vorne und die linke Masche heben. Die rechte Masche rechts stricken. Wieder Faden nach vorne heben und so weiter und so weiter. Und du strickst weiter so, so viele Reihen, wie dir gefällt, wie viele Reihen du brauchst. Da kann ich dir jetzt im Moment nicht sagen, dass du musst 4 oder 5 Reihen stricken. Wenn dir diese Bündchen gefällt, dieser Anfang, kannst du so viele Reihen stricken, wie es dir gefallen. Ich weiß nicht, wie viele Reihen ich hier in diesem Puderfarbe habe. 1, 2, 3, 4, 5 Reihen nur. Das ist ganz wenig und ganz schmal, wie du siehst. So, mehr brauche ich nicht stricken. Du weißt, wie das weitergeht. Wichtig ist, dass du nach hier. Zwei Sachen sind im Grunde genommen wichtig, dass du nachher die Stricknadel wechselst auf größere und dass du die Maschen verdoppelst. Das ist wichtig, wenn du zum Beispiel für dein Projekt, für dein Pulli, für, sagen wir, für Rücken 100 Maschen brauchst. Dann musst du nur 50 einschlagen plus 2 Randmaschen, weil in der zweiten Reihe verdoppelst du. Denk bitte dran, du strickst eine Masche links nach dem Anschlag, strickst du eine Masche links nach der Randmasche, ein Umschlag, eine links, ein Umschlag und so weiter und so weiter. Du verdoppelst die Maschen, also nur 50 Maschen als Beispiel anschlagen plus 2 Randmaschen. Wir haben das jetzt soweit fertig und jetzt, was machen wir mit der blauen Wolle hier? Die müssen wir einfach da rausholen. Und zwar, wir würden die ganz normal jetzt eine Masche nach der anderen. Wenn dir das zu lang jetzt ist, das Ende hier von der, in meinem Fall ist das die blaue, dann kannst du die immer kürzen. Die muss da nicht so lang hängen. Die brauchen wir jetzt nicht. Und so weiter. Das machst du immer wieder, jede Masche rausholen. Und hier ist die nächste und wieder die nächste
Und wie ich schon sagte, wenn dich das nervt, kannst du abschneiden. Du kannst das natürlich ganz am Schluss machen, wenn du schon dein Projekt fertig hast. Als Beispiel sagen wir Pulli strickst du, dann kannst du das ganz am Schluss machen. Jetzt haben wir den Rand ganz hässlich, wie du siehst. Da haben wir die Maschen zu sehen und das wollen wir jetzt verstecken. Und machen den Faden, wo wir angefangen haben, den kurzen Faden hier, ziehen wir einfach. Ganz vorsichtig müssen wir den ziehen. Und machen unser schöner Rand. So. Und jetzt haben wir unser elastischer Rand hier. Und wie ich schon sagte, du kannst das ganz am Schluss machen. Bei mir ist das jetzt ganz doof natürlich, weil ich habe hier diesen Abstand nicht, um das besser zurecht zu machen. Du kannst hier ganz gut sehen, dass ich immer noch das nicht befestigt habe und ich habe hier kann ich das festziehen und das rollt sich hier so zusammen. Du musst das nachher natürlich alles schön gerade machen und hier diese Ende natürlich befestigen hier. Das war's. Mehr brauchst du nicht. Das ist ganz einfach, wie du siehst, ganz einfacher Maschenanschlag, ganz einfaches Bündchen nach hier. Wenn dir das gefällt, kannst du das nachstricken, wenn nicht, tut mir leid, kann ich nichts dafür. Ich wollte euch nur wieder zeigen, was Neues. Okay, ich sag an dieser Stelle Dankeschön. Viel Spaß beim Stricken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.